Recht herzlich willkommen zur 44. Folge von Avorion. Jo, da oben liegt gerade ein Schiff an, wie wir sehen, und wir waren auf dem Weg, hier unten abzubauen. Allerdings hatten wir das Problem, dass wir jetzt gar nicht wissen, was für eine Waffe wir da vorne dran haben. Also hier haben wir erstmal einen Dreifachmaschinengeschützturm. Das ist auch eins. Doppelmaschinengeschützturm und Maschinengeschützturm. Das sind also nur noch Waffen, die zum Kämpfen da sind. Haben wir jetzt definitiv... Also ich sollte zurückscrollen. Doch, wir haben da unten noch drei Waffen. Ach, dann haben wir sie vielleicht nicht zugeordnet. Das könnte natürlich auch noch sein. Auf Taste 2 bitte den. So, das ist Maschinengeschützturm. Vierfach Bolter. Nee, das ist auf 1, wenn... Und das ist der Bergbau. Okay, dann haben wir keinen Abwracker. Okay, alles klar. Das ist aber jetzt auch nicht schlimm. Gehen wir da wieder raus. Da auch raus. Und dann ist die 3 angesagt. Die 1 bitte aus. Die 3 an. Und jetzt habe ich sie ausgemacht. Ne? Genau, jetzt müssen wir noch ein bisschen näher ran. Und dann baut er auch ab, wie man sieht. Teilweise überlege ich, ob die Drohne nicht die bessere Alternative ist, hier was abzubauen, ne? Okay. Das ist jetzt das große Stück, was wir dann da abbauen. Das dauert dann länger, ne? Aber dafür gibt es auch mehr daraus, ne? 50 dazu und so, ne? So. Den bauen wir ab und mehr auch nicht erst. Dann gucken wir gleich zu, dass wir das Schiff reparieren, oder? Okay, da ist ein Schnitt drin. Dann nehmen wir erst die Spitze da weg. Von aus, dass das die Spitze war, ist er auch. Das weg. Oh. Und hier ist ein dickes Ding. Und da oben, ich hoffe, das ist nur die Anzeige. Ne, weiter geht. Ich habe jetzt gedacht, der würde weiterarbeiten, macht er aber leider nicht. Das reparieren wir erst. Dann haben wir da oben noch eine Anzeige, die sagt, dass das Schiff zu schwach ist, ne? Sorry. Dann bauen wir das erst ab hier. Ja, das war das Kernstück. Aber das Stück dahinter ist auch nicht gerade weniger, ne? Dafür haben wir jetzt schon 2,8. 2,4 hatten wir, glaube ich, so ungefähr am Anfang. 400 Titan haben wir dann dazu gekriegt. Okay, da geht ein bisschen schneller der Teil. Sind wir zu nah dran wahrscheinlich, ne? Deswegen stoppt unser Abbaulaser. Komm, kriegen wir auch noch hin. Was ist das da oben für einer? Naja. Ich glaube, das ist ein fremdes Schiff dann, ne? Geht das? Boah, das ist auch der dicke, ne? Aber dann ist das meiste von dem Teil auch gleich schon abgebaut. Die anderen Teile gehen schneller, wie man sieht. So, den noch. Da ist noch mehr drin. Okay, das war schon einer der größten Teile dann. Gut. Und noch zwei Teile, dann ist er weg. Gut, jetzt haben wir ihn abgebaut. Unser Schiff ist zu schwach für den Sektor, sagen sie, ne? Handelsposten, hat er irgendwelche Aufgaben für uns? Nein.
Hat er was? Ne, das ist der Handelsposten, den wollte ich ja jetzt nicht. Ich wollte diesen Frachter fragen, was der macht. Ah, niemals rau nach Sendern durchsuchen, alles klar. Und was gibt's da noch? Ich habe auf meiner Reise eine Menge Sender gesehen und sie scheinen eine Art Nachricht für alle Mitglieder von der Operation Oxodus zu haben, was auch immer das sein mag. Danke, ich werde es mal anschauen. Das ist eine Fregatte. Die hat da hinten schon was kaputt gemacht, ne? Genau, aber Abwrack haben wir nicht, also lohnt das jetzt auch nicht. Da ist ein Asteroid, der sieht aber definitiv nach Dingens aus. Hier ist noch ein bisschen, sag schon, Titan am rumfliegen. Kriege ich das auch noch? Ein Titan war das jetzt. Das ist noch Titan. Gucken wir nochmal hier rein in die Karte. Wir sind jetzt irgendwo... Ich glaube, wir machen mal den Raumsprung nach da, wieder zurück auf die Route, ne? Da oben ist das eine Warnung, Notruf, okay. Und dann springen wir dahin, würde ich sagen. Wenn der Computer fertig ist, ist er. Und, ach so, M und nicht N, ne? Dann klappt das auch. Da leuchtet noch was. Dann dahin. Jetzt ist wahrscheinlich Power zu wenig, dass wir dahin springen können. Brauchen wir noch ein paar Sekunden. Computer wäre sprungbereit, aber die Antriebe noch nicht. 4 Sekunden, genau so ist es. Und jetzt müsste es gehen, oder? Ja. So, dann sind wir in einem Sektor, wo grün leuchtete. Was ist hier? Hier ist nix. Angeblich wäre hier was. Doch, da ist was. Handelsposten. Schwarzes Brett. Kein Auftrag. Ist nur der Handelsposten hier, oder was? Tatsächlich. Ja, dann würde ich sagen, daraus M angeklickt und Knotenpunkt anfliegen. Ja, den Koordinaten rein. Hier ist so ein Raumriss, ne? Den kennen wir ja schon. Hat man ja was von gehört, dass das beim Knall da gewesen ist, dass das passiert ist. So, wir könnten mal gucken. Gibt's hier irgendwas? Ne, ne? Ja, hier kann man das kaufen, klar. Aber so. Sauerstoff hätten wir dabei. Ja. Ich glaube, das war's dann, ne? So, und unser Antrieb ist, glaube ich, noch nicht so weit, ne, oder? Nö. Achso, das Schiff war noch in der falschen. Oh, war schon fertig. Krass, hätte ich nicht mitgerechnet. So, jetzt sind wir hier und müssen die Tore befliegen. Ost, Südost, nö. Südtor, nö. Wo ist denn noch eins? Wir können erstmal hier nochmal nach dem Auftrag gucken. Auch keiner. Was sagte unser Handelssystem hier? Nicht wirklich, ne? Keine Handelsroute. Das könnten wir kaufen. Und verkaufen geht nix. Nee, das machen wir jetzt nicht. Wo sehe ich jetzt hier noch ein Tor? Da rechts. Ist das Nord-Nordwest-Tor? Das nehmen wir jetzt. Da einmal rein. Das ist zwar jetzt dann immer wieder, werden wir schwächer, aber wir können ja notfalls dann auch aufrüsten. So ist ja nicht, ne? Da oben zeige ich das nämlich jetzt an. Jetzt hier in der Handelsrouten ist nix. Ist auch nix, gut.
Ost-Nord-Ost-Tor? Nö, aber das ist nur ein Ost-Nord-Ost-Tor, okay. Dann lass uns da ruhig hinfliegen. Anders ist jetzt gerade nicht. Da oben war doch jetzt gerade ein Asteroid, aber das sieht nur nach Titan aus, ne? Weiter geht's. Ab durchs Tor und dann schauen, dass wir dann wieder nach Norden weiterkommen. Vielleicht geht das ja. Okay. Drinne sind wir. Was seid ihr hier? Casino. Was gibt's denn im Casino so? Auch nichts Besonderes, aber. Die brauchen 40 Luxusessen. Sehr interessant. Gibt's hier nicht. Und verkaufen können wir hier. Oh, hier können wir Arzneiwaren verkaufen. Auch am Casino. Und jetzt müsste man wissen, den Preis, wie man sie eingekauft hat, ne? Kann ich das irgendwo sehen? Ach, guck mal, das haben wir alle noch mit. Da. Okay. Das ist wohl der Durchschnittspreis, wo ich es mal gekauft habe. Das würde sich ja dann positiv anhören, ne? Und das war das Casino, oder? Ja, dann fliegen wir doch da mal hin und docken da an. Und dann verkaufen wir da. Gucken wir, was das bringt. Ein Spieler ist schon da. Okay. Das Dock da oben ist wohl am nächsten. Tja. Und dann drücken wir F, gehen in den Handel. Piraten greifen den Sektor an, auch schön. 84 davon verkaufen. Ja, waren 300.000, ne? War jetzt nicht schlecht, sag ich mal, ne? Was ist das da rechts? Ist das... was ist das? Das ist doch kein Dingens, ne? Was ist das? Das ist ein Asteroid, aber das ist, glaube ich, so ein Asteroid, den man... sag schon, claimen kann, oder? Der sieht so groß aus. Fliegen wir mal näher ran, dann wissen wir das gleich. Seht ihr, dass der jetzt anders aussieht wie die anderen? Aber geht nicht. Titan. Wahrscheinlich, weil es ein Titan-Asteroid ist, deswegen geht es wahrscheinlich nicht. So, jetzt gucken wir nach den Toren, wo die hinführen. Oder wir gucken erstmal auf die Karte. Es gibt ein Nordtor, dann nehmen wir das Nordtor. Und da sind jetzt die... Südosttor, der greift den an. Ach, der greifen uns auch an, okay. Nee, ich glaube, wir machen da jetzt keinen Kampf, weil wir, wie gesagt, zu schwach sind, ne? Ich brauche jetzt das Nordtor, das Nordtor. West-Südwest-Tor. Südosttor. Wo ist das dritte Tor? Da unten. Dann nehmen wir das. Gut, dann fliegen wir vorbei. Casino wird angegriffen, auch doof, ne?
War da noch was? Naja, aber nicht das. Das war ein Titan-Asteroid, denke ich mal. Die Frage, wo finden wir was, ne? Coole Frage, ne? Gut, hier sieht es ja schon mal richtig schick aus, ne? Karte. Es geht da auch weiter. Dort oben. Ressourcendepot. Asteroid. Ja. Fliegen wir mal ein Stück voran und gucken uns hier ein bisschen um, oder? Dieser da, ne? Aber das ist schon was dran, ne? Das ist ja die Kupfermine, okay. Das hätte ich gesagt, das ist unser Asteroid, ne? Was sagt denn die Kupfermine so am schwarzen Brett? Die brauchen Säure, okay. Haben wir natürlich nicht mit. Wäre noch schöner, wenn wir Säure mit hätten, ne? Gut, fliegen wir mal ein Stück vor. Ist hier irgendwo ein Asteroid, der anders aussieht wie die anderen? Kein Sektor ausgewählt. Ja, ich hätte jetzt aus Versehen die Leertaste nochmal gedrückt, ne? Ist klar. Das ist Eisen? Weiß ich nicht. Gucken wir mal, ne? Ja. Das ist Titan. Das häuft sich dann hier auch. Aber ich hätte schon gern hier mal jetzt was gehabt, was anderes ist. So, das ist wahrscheinlich daneben ein kleiner Asteroid, ne? Genau. Der anders? Nicht wirklich, oder? Nö, kann man nicht mit interagieren. Boah, hier sind Brocken zueinander, ne? Also der ist schon recht groß, ne? Aber leider auch nicht interaktionsfähig. Titan, Titan. Das ist auch Titan, ne? Ja. Nochmal Titan. Ist auch Titan. Wer ist das da? Ein leichtes Bergbauschiff, okay. Sind wir eben von da gekommen? Kann das sein? Da ist eine Bergbaustation. Ja, da hinten sind auch noch ganz viele, ne? Fliegen wir mal gerade in die Richtung. Da ist noch eine Bergbaustation drin. Da hinten auch. Das ist auch eine. Die müssten dann ja auch anders jetzt mal glitzern, ne? Titan. Da unten wahrscheinlich auch. Der. Ja, das ist, wenn die näher sind oder weiter weg sind, sieht man als auch nicht unbedingt, ob die, ne, baufähig sind oder nicht. Was ist das da für einer? Sieht auch noch Titan aus. Das Eisen, oder?
größer aus, aber auch identisch zu den anderen. Ja, geht nicht mit Antagieren. Hier sieht es jetzt nicht wirklich so aus, als ob ich hier was finde, was ich suche. Nicht wirklich. So, das Tor ist da oben irgendwo. Ja, dann würde ich sagen, was ist das für ein Tor? Ist ein Südtor? Ne, das ist das Falsche dann. Wir brauchen Nordosttor. Das wäre wohl da. Nord-Nordwest, nicht Nord-Nordost. Das wäre da. Das würde bedeuten, wir fliegen Richtung dieses Tores und schauen zu, wie es im nächsten Sektor aussieht. Da kommen wir ja wieder näher. Und ja, müssen wir dann mal schauen, dass wir da vielleicht das finden, was wir haben wollen. Und das wäre ja entweder so ein großer Asteroid, hätte ich gerne mal. Oder aber anderes Material, was wir sammeln können. Jetzt die Frage, ne? Kommt einem so ein bisschen so vor, als ob die anderen Ressourcen nicht so oft vorhanden sind. Und ja, dann finden wir das da wahrscheinlich nicht unbedingt. Ne? Nur mehr Richtung Kern der Galaxie oder wie es auch immer ist, des Universums. Keine Ahnung. Ja, hier sieht es auch nett aus, ne? Gut, das schauen wir uns dann nächste Folge an. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.